Nadet Minana, willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Traumschiff. Wie immer kommt zuerst einmal ein Witz. Bei unserer letzten Reise haben wir Besuch vom Zoll gekriegt. Da kommt der Zollbeamte auf mich zu, guckt mich an und fragt, haben Sie Drogen an Bord? Freilich, sag ich. Und ich bringe ihm einen Koffer voller Drogen. Da wird er ganz blass und fragt mich, haben Sie auch Waffen? Natürlich. Und ich bringe ihm einen Koffer voller Waffen. Der Kerl steckt kurz vorm Herzinfarkt. Und, wie sieht's aus mit Schwarzgeld? Freilich, Schwarzgeld habe ich auch. Und ich bringe ihm einen Koffer voller Geld. Und da sagt er, das gehört alles Ihnen? Na, sag ich, meins ist im Laderaum. Das ist alles dir. Ist ja nicht möglich, die Frau Weber. Machen Sie auch wieder in Urlaub. Und wie ich Sie kenne, haben Sie Ihren alten Schlafsack wieder dabei. Ja, ja, mein Mann ist auch wieder dabei. Hallo, Herr Kapitän. Geht so ein Schiff eigentlich öfters unter? Nein, nein. Eigentlich nur einmal. Und dann bleibt es meistens unten. Ei, hör schon mal. Ich hoffe, das Schiff geht wirklich nicht unter. Nein, alles ist gut. Bringen Sie uns raus, Scotty. Werfen Sie ihn über Bord. Was machen wir mit dem Hund? Hey du! Ich muss mal auf der AB. Mach so langsam nicht weiter. Mach ich. Alter Bipsch, auch bei uns müssen Sie aufpassen. Entschuldigung. Sagen Sie mal, sind Sie vielleicht aus Leipzig? Nee, ich bin nicht aus Leipzig. Und Sie? Nee, ich auch nicht. Na, so ein Zufall. Ich habe 4 Söhne, noch einen mehr und ich habe eine Basketballmannschaft. Ich habe 10 Buben, ein mehr und ich habe eine Fußballmannschaft. Das ist doch gar nichts, ihr Angeber. Ich habe 17 Frauen, noch ein mehr und ich mache einen Golfplatz auf. Alles klar bei euch? Freilich. Eisberg, heraus! Ha ha ha!
bringen? Ein Zigeunerschnitzel bitte. Sinti oder Roma? Sehr wohl. Und? Hat's gerne geschmeckt? Ich habe schon viel besser gegessen. Aber nicht bei uns. Herr Ober, alter Pipsch, sagen Sie mal, warum ist der Teller so nass? Der ist nicht nass. Das ist die Suppe. Chef, bezahle. Und was hast du gehabt? Das war's ich nicht. Das war's nur der Koch. Aber bestellt hatte ich ein Hingel. Sehr wohl. Da kommt die Titanic. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Der war gut. Einen habe ich noch. War ein Passagier mit furchtbarer Zahnschmerz. Der war dann bei uns am Schiffszahnarzt. Und hat natürlich der Schiffszahnarzt im Oberkiefer umgebohrt. Na, muss ja die Schmerzen weggehen. Und dann sagt der Zahnarzt zum Passagier, oh, Entschuldigung, ich hab eben grad ihren Sehnerv erwischt. Und da sagt der Patient, ach, das macht gar nichts, ist nicht schlimm. Aber deshalb brauchen sie ein nettes Licht ausmachen.